gibt wieder viele Tauben, wir sind in der achten, jonglieren mit mathematischen Größen, Gleichungen, Termen und so weiter und so fort. Wir werden heute mal, sagen wir mal, uns mit Dingen beschäftigen, wo man sagt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir das Leben leichter machen können. Fangen wir mal mit folgender Gleichung an, ohne dass ihr wisst, was dahinter steckt. Wir nehmen mal m mal g mal h soll sein 1/2 m mal v Quadrat. Ich sage das mal auf Deutsch, das Produkt aus Masse, Erdbeschleunigung und Höhe ist genauso wie 1/2 mal Masse mal Geschwindigkeit zum Quadrat. Vereinfacht mal als ersten Schritt die Formel. Einfach vereinfachen, dass es schon mal leichter wird. Wunderbar, schon erkannt. Durch m. Na, so. Dann steht hier, und hier steht das. Ach Quatsch, schreibe ich mal ein. V Quadrat. Wir möchten mal nach v auflösen. Macht das mal. Okay, jetzt geht es so weiter, mal 2. Und jetzt müssen wir noch auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Hier haben wir also die Wurzel aus 2 mal g mal h. Wurzel abschließen, hinten mit dem Strichlein, ist gleich v. Auf beiden Seiten v Quadrat, die Wurzel daraus ist v. So, jetzt hätten wir das. Jetzt machen wir mal einen Spaß. Und zwar, wir möchten mal wissen, wir lassen einen Gegenstand fallen aus 5 Meter Höhe. Und wir möchten mal wissen, wie schnell der ist. Setzt mal 5 Meter ein. Übrigens, g, nochmal zur Erinnerung, nehmen wir in diesem Fall eigentlich 9,81. Wir sagen mal, das ist rund 10 Meter pro Quadratsekunde. Macht's mal. Na klar, man könnte jetzt denken, naja, je schwerer, umso fällter. In dieser Formel ist das schon gar nicht mehr enthalten. Keine Masse mehr drin. Das heißt, wir kriegen die Geschwindigkeit so raus. Nochmal zur Erinnerung, ich hatte doch mal gezeigt, diese leere, also luftleere Röhre, wo ich eine Feder drin hatte und eine schwere Kugel. Wer fällt schneller? Wenn keine Luft drin ist, fallen die beide gleich schnell. Es hängt also wirklich nicht davon ab, das ist allerdings unreal, denn wir haben eine Atmosphäre, aber es hängt die Fallgeschwindigkeit wirklich nicht davon ab, wie schwer etwas ist. Die Feder, die war wirklich viel leichter. Das heißt also, die Masse ist unbedeutend. Wenn man das so einsetzt, also 2, das ist die olle 2 hier, mal 10 Meter pro Quadratsekunde, unsere Erdbeschleunigung, ein bisschen nach oben gemogelt, ein bisschen angepasst, gerundet, mal 5 Meter, mal h. Meter mal Meter wird Quadratmeter geben. Wenn ich aber die Wurzel draus ziehe, wird Meter rauskommen. Wenn ich aus Quadratsekunde die Wurzel ziehe, wird Sekunde rauskommen. So, und jetzt müssen wir bloß noch rechnen. 2 mal 10 ist 20, mal 5 ist 100 und daraus die Wurzel, wunderbar, 10 Meter pro Sekunde. 10 Meter pro Sekunde, das möchte ich mal wissen, wie schnell ist das in Kilometer pro Stunde? Also 10 Meter pro Sekunde umgerechnet in Kilometer pro Stunde. Wie macht man das? Hier gab es ein bisschen Verwirrung. 2 mal 10 mal 5, das waren 100. Also ich habe Wurzel aus 100. Meter mal Meter ist Quadratmeter. Und unterm Bruchstrich steht Quadratsekunde. Daraus die Wurzel ist wieder Meter. Daraus die Wurzel ist Sekunde. Daher kommt das. So, aber jetzt umrechnen. Da wollen wir hin. In Kilometer pro Stunde. Wie macht man es? Ganz einfach, man sagt 10 Meter, man schreibt alles auf einen Bruchstrich. 10 und jetzt, 10 Meter. 10 Meter sind aber in Kilometer. Nee, dann kann ich das so nicht schreiben. Dann sage ich, okay, das sind 0,01 Kilometer. Jetzt habe ich die Meter in Kilometer umgewandelt. Und jetzt muss ich noch die Sekunden in Stunden umwandeln. Eine Sekunde ist 1 durch 3600 Stunden. Durch, also auf dem Bruchstrich schreiben, mal 3600. Und hier unten bleibt die 1, die kann ich mir schenken. Und jetzt haben wir es schon beinahe, denn das ergibt dann 10 Meter pro Sekunde. Und jetzt muss ich überlegen, warte mal, wenn ich hier zwei Stellen nach rechts rücke, muss ich hier zwei Stellen nach links rücken. Also habe ich 36 Kilometer pro Stunde. Also wenn ich oben aus dem zweiten Stock falle, komme ich mit 36 Kilometer pro Stunde an.
Wer mit 36 km pro Stunde gegen eine senkrechte Wand fährt, hat ein ähnliches Gefühl. Mit dem Fahrrad. Richtig Gas geben, richtig reintreten, bumm. Ich würde es trotzdem nicht machen, aus den 5 Metern Höhe abzuspringen. Aber das bloß mal nebenbei. So, was haben wir jetzt gemacht? Jetzt befinden wir uns eigentlich in Physik, ne? Wenn man sich das so richtig überlegt, in Kinematik. Kinematik, die Bewegungslehre. Bloß mal nebenbei, das müsst ihr nicht wissen. Das ist die potenzielle Energie. Das heißt, ich hatte es ja mal mit dem Klassenbuch vorgeführt, je höher ich das Ding hebe, umso mehr potenzielle Energie hat es. Das heißt, umso mehr könnte es irgendwas anrichten. Ich habe immer gesagt, wenn ich es fallen lasse, je höher, desto klatsch. Ne? Und das ist die kinetische Energie. Die kinetische Energie wird errechnet als eine halb mv². Das bloß mal nebenbei. Wir haben also durch Energievergleich haben wir Folgendes erreicht. Hier oben hat das Ding, es könnte potenzielle Energie, es kann potenziell, deswegen die Potenz, heißt es kann. Wer impotent ist, der kann nicht. Und hier unten, in dem Moment des Auftreffens, hat es diese potenzielle Energie in kinetische Energie umgesetzt. Das heißt, hier bewegt sich es am allerschnellsten, bis es dann Klatsch macht. Ne? Na gut, das bloß mal nebenbei. Nochmal schnell zu dem Kilometer pro Stunde und so weiter. Wir machen es mal vorwärts. Wir nehmen mal wieder mein Lieblingsbeispiel. Wir nehmen mal 180 Kilometer in einer Stunde. Jetzt schreibe ich mal so, Kilometer pro Stunde sagt man, weil man die 1 ja nicht darf. Und die rechne ich mal um in Meter pro Sekunde. Dann sage ich, 180 Kilometer sind 180.000 Meter. Hätte ich das Thema schon mal erledigt. Und eine Stunde sind 60 mal 60, 3600 Sekunden. Wenn ich jetzt hier rumkürze, kürz, durch 10, 2 mal durch 10, also durch 100, deswegen die Nullen weggestrichen, und hier 18 und 36, das passt wunderbar zusammen, kann ich sagen, oder durch 36 gleich kürzen, habe ich hier oben eine 50 und eine 1 stehen. Das sind 50 Meter pro Sekunde. Den gleichen Prozess haben wir hier rückwärts gemacht. Ne? Wir haben dazu einfach, deswegen musste ich erzählen. Okay, kein Problem. Alles wieder klar? Wir fahren in irgendeinen Spaßpark, Hansa-Park, dies und das Park. Und wir haben hier eine Achterbahn, die vorne reißen die Hände hoch, die hinten haben Angst, ist klar, die reißen die Hände nicht hoch. Und wir haben eine Höhe von hier bis zum ersten Tal von 80 Metern. Jetzt kann man ja nicht sagen, dass der Wagen herunterfällt. Das wäre ja ein bisschen drastisch. Ne? Hier unten diesen Stopp, den würde keiner überleben aus 80 Metern. Jetzt kann man aber die Frage stellen, und zwar mit der gleichen Geschichte hier. Hier, mit dieser Formel. Die müssen wir nicht erst umstellen, die haben wir schon. Die haben wir nämlich angewandt für einen freien Fall. Kann man sagen, die gleiche Formel kann ich anwenden, um zu ermitteln, wie schnell ist der ganze Zug hier unten. Also, V1, sagen wir hier oben V0, weil das ist der Ausgangszustand. Nehmen wir an, der Wagen quält sich gerade so über die Kuppe, wurde da hochgeschleppt und ab hier geht's los. Also V0 ist 0. 0. Ich muss nicht mal eine Einheit unterschreiben, denn 0 mal Meter pro Sekunde ist 0. Und V1 ist, tja, da kann man die gleiche Formel anwenden. Man kann also hier diese Formel, die könnte man jetzt wieder aufstellen, aber die kann man hier auch anwenden, denn ich kann ja sagen, was ich Sie eben nochmal gezeigt habe, die potenzielle Energie hier oben wird hier in kinetische Energie umgewandelt. Also das Zügle, und hier guckt keiner mehr raus, oder besser gesagt, die sind hier alle ganz eng zusammengedrückt. Die Hände sind unten, weil die sind hier richtig schnell. Wie schnell sind sie? Das kann man damit errechnen. Machen wir uns mal den Spaß. Wir nehmen nochmal die Formel. Wir hatten hier gesagt, M mal G mal H und so weiter, aber das brauchen wir jetzt nicht hinzuschreiben. Wir können gleich hier diese Formel schnappen. Hier, die. Die schnappen wir uns jetzt und errechnen mal, wie schnell ist dann, na? Wie schnell ist dann der ganze Prozess? Aha, jetzt weiß ich, was nicht geht. Na, ist egal. Wir können sie abschreiben. Also, schreiben wir die Formel hin und setzen mal ein. Mach das mal, ich mache in der Zeit Pause. Ich sage mal schnell was dazu. Also wie gesagt, das kommt nicht in der Klausur dran, weil das ein physikalisches Problem aus der 10. ist. Ne? Das bloß mal nebenbei. Aber man hat eine Universalwaffe in der Hand. Aber diese Umwandlung, die kann durchaus mal kommen. Und zwar 40 Meter pro Sekunde in Kilometer pro Stunde. 40 mal, kann auch schreiben 0,001 Kilometer.
Und dann durch 1 durch 3600, also durch das Mal, ne, mal 3600. Und dann habe ich hier unten nämlich Stunden stehen. Ein 3600stel Stunde ist eine Sekunde. Eine Sekunde ist ein 3600stel Stunde durch das Mal. Werde ich nicht wieder erklären. So, das ergibt ausgerechnet 144 Kilometer pro Stunde. Jetzt gibt es eine Frage. Jetzt haben wir hier unten 144 Kilometer pro Stunde oder 40 Meter pro Sekunde, würde ich nehmen, ist einfacher. Und jetzt ist die Riesenfrage, wie ist denn dann die nächste Geschwindigkeit? Jetzt müssen wir mal ein bisschen nachdenken. Jetzt will ich also von diesem Talpunkt wieder 30 Meter aufsteigen und wissen, wie schnell bin ich hier. Immer ohne Reibung, ohne Luftreibung und so weiter. Ideal. Na denn. So, jetzt sind wir ein bisschen am Streiten. Also wir haben hier 40 Meter pro Sekunde als ersten Wert rausgehabt. Wir können den ja dann umrechnen in 144 Kilometer pro Stunde. Das wäre V1. Also das haben wir. So, und wenn ich jetzt V2 errechnen will, dann muss ich mir darüber klar sein, dass meine ganze Achterbahn langsamer wird. Um wie viel? Ich könnte auch umgekehrt überlegen und sagen, wenn ich aus 30 Metern hier runterrutsche, hier runterfahre, dann werde ich rund 24,5 Meter pro Sekunde schnell, hier unten. Wenn ich aus 30 Metern hier runterfahre. Wenn ich aber wieder hier hochfahre, werde ich um 24 Meter pro Sekunde langsamer. Das heißt, ich muss von den 40 die 24,5 Meter pro Sekunde abrechnen. Und bin dann hier oben bloß noch 15 Meter pro Sekunde schnell. Logisch? Also wir haben gesagt, die 24,5 Meter pro Sekunde sind wir langsamer geworden. Mit anderen Worten, V2 ist dann nicht das echte V2, das ist langsamer, das ist so eine Art Delta, also ein Unterschied. Wir werden um dieses langsamer, also ist die echte V2 40 minus 25 ist 15, also 15,5 Meter pro Sekunde sind wir dann oben schnell. So, auf dem Berg. Machen wir es mal umgekehrt. Wir jonglieren jetzt nochmal ganz anders. Wir nehmen uns nochmal hier oben diese Formel hier. Die schnappen wir nochmal. Und wir setzen jetzt aber mal entsprechende Werte ein und probieren mal, wie viel man mit einer bestimmten Geschwindigkeit vorwärts kommt. Also die Formel, die werden wir jetzt nochmal brauchen. Das Problem ist ein anderes. Olympiade, stellen wir uns mal Folgendes vor. Und zwar, wir haben hier eine Hochsprunglatte drauf liegen und einen Stabhochspringer, der läuft von hier hinten an. Und hat eine große Stange in der Hand, die schleppt er, wissen wir ja, kennen wir alle. Und er will mit dieser Stabhochsprungstange hier einstechen und rüberkommen. So, und zwar, jetzt könnte man wie folgt errechnen. Nehmen wir mal an, der Kerl schafft es auf, wie so ein guter 100-Meter-Läufer. Der hat eine Geschwindigkeit, also Frau Kerl, ist 10 Meter pro Sekunde. Wie hoch kann er springen? Der will das in Höhe umsetzen. Wie hoch kann er springen? Nehmt die Formel wieder. Ich zeige sie gleich nochmal. Also wir wandeln die kinetische Energie des Läufers, vom Kerl, um in potenzielle Energie. Hier ist er am allerschnellsten, sticht ein und brrrt, wandelt alles in Höhe um. Und jetzt fragen wir also, wie hoch ist an diesem Punkt, wenn er hier oben ist, seine potenzielle Energie. Ich habe W geschrieben wie Work, Arbeit, wandeln wir in Energie um, beziehungsweise Energie in Arbeit. Ich kann also E-Kin oder E-Pot schreiben, ich kann auch W-Kin und W-Pot schreiben. So, das ist die große Frage. Und jetzt wieder, hier heißt es 1,5 m mal v Quadrat ist gleich m mal g mal h. Und jetzt, da h gesucht ist, hier, entsprechend umstellen. Ihr seid dran. Wunderschön. Wir schließen mal das Video an der Stelle ab. Und wer zu Hause rechnet, stellt also um nach h, setzt ein und macht es. Und wir sehen uns dann im neuen Video wieder.